Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ja, wir machen gerade die Maschinen wieder voll für die Aussaat. Dünger und Saatgut. Das Weizenfeld, nee. Müsste Weizen sein oder Gerste. Wahrscheinlich ist es Weizen. Werden wir gleich sehen. Das ist ja nur Saatgut jetzt, ne? Ich habe es ja nicht gelöscht im Kurs, also von daher. Die anderen beiden sind fertig. Mit Klee und Luzerne. Ansonsten denke ich mir, Feld 10 ist er noch bei. Mit Gerste. Und fürs andere müssen wir halt warten, bis die Temperatur passt. Sonst für Mais ist es noch zu kalt, plus 2 Grad und für Sonnenblumen sicherlich auch. Na, Weizen. So, Deckel zu und wieder aufklappen und kurz ein Stück zurück. Einstellen. Ne, für Alt S. Also für Mais möchte er hier plus 5 Grad haben. Ja. Sonnenblumen auch ganz gerne. Haben wir noch nicht. Gerste. Ich sehe gerade so ein Pappeln. Gras geht auch. Luzerne. Ja. Oh, da haben wir sogar Glück. Weil es fast vorbei mit Aussehen. Wo da nochmal gehen würde. Ist nicht logisch. Ne? Pferdegras. Weidegras. Elefantengras. Das ist hier gar nicht bei. Wieso nicht? Hab da nur einen Mod drinne. Habe ich da nicht ausgesehen, Elefantengras? Um 29, da wird er reinfallen. grün. Fellfrüchte, grün. Nö. Gut, Pferdegras, bin beruhigt. Ne, also. Ne. Das muss man mal nachgucken. Pferdegras, ne? Ja. Gerade. Ja, gut, Pferdegras geht. Gut. Warum ist hier Elefantengras bei? Mir ist nicht logisch. Verstehe ich nicht. Oder ist vielleicht für mein Mod für Geomod für die Bayern-Karte nicht drin. Kann durchaus sein. Aber das ist mir erstmal egal. Das haben wir nicht ausgesehen. Nicht so wichtig. Ja, ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ja. Und schon wieder ist ein Wochenende was rum, ne? Aber noch nicht ganz. Das ist ja noch. Das ist fertig. Wir wollten ein bisschen pflügen. Ah. Ja. Was macht er gerade hier? Ach so. Das waren unsere Ballenpressen. Das ist mir. Ach so, hier. Das klappt. So. Der hat gemeldet, fertig. Das tut nicht ganz richtig, ne? Ist ja nicht ganz korrekt. Äußerst. Na, das fahren wir nach oben. Der kann der andere ja. Wieso steht er so komisch? Da kann der Grüne. Kann ich mit dem Grünen ja im Prinzip runter und hoch fahren. Und dann auch den Streif mitmachen. Felsfall wird ein bisschen ungünstig geformt. Also nicht helferfreundlich, sag mal so. Aber den werden wir hier oben arbeiten lassen. Dann fährt er einmal hoch und zurück. Das passt schon irgendwie. Und dann können wir in der Zeit mit dem Fan entsprechend arbeiten. 100% muss er nicht sein. Ja, aber doch zu 98% ungefähr. Ja, soll schon halbwegs gepflügt sein. Also dass wir hier später. Ja,
Ich sag mal jetzt so, leg mal jetzt fest, Sonnenblumen. Kann sein, dass ich noch meine Meinung ändere. Das vergessen habe. Ansonsten, Sonnenblumen. Mais habe ich zwei Felder vorgesehen, reicht normalerweise. Und so, Pflügen, ne? Weizen. Hätte ich beide entlassen können. Na gut, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Also, das kommt hier nicht zu nichts, ne? Ja, pflügen mal fix fertig. Soweit wie es geht. Denn Weizen muss noch gemacht werden und. Oh, da brauchen wir noch eine Weile für. Der. Hier ist noch nicht ganz. Das hat er wieder nicht gemacht. 41, gut. Ja, da müssen wir sehen. Die Aushalt muss ich fertig machen, sonst haben wir Probleme. Weil spätestens mit der Aussaat oder mit der MB mal wieder vorspulen, ne? Das ist ungünstig, ne? Und da muss ich auch nacharbeiten. Das ist. Ja, sonst haben wir hier Stellen, wo nichts wächst, das ist schlecht. Zumindest in der Mitte am Rand nicht ganz so dramatisch. Aber das möchte ich doch, dass überwiegend die Aussaat schön wächst, ne? Also Fläche hier können wir nicht stehen lassen. So, jetzt wieder hoch und fangen hier vorne wieder an. Am Rand passt, weil ich sehe. Ja. Und ja, wenn wir Zeit haben, das heißt, wir haben jetzt Tag Nummer 3. Wenn die Temperatur passt, können wir Mais aussehen. Das heißt, vielleicht morgen und übermorgen. Und wenn wir nichts zu tun haben, aufgrund von Temperaturmäßigkeit, dass wir warten müssen, dann werde ich das Sägewerk mir anschauen, das ich kaufen kann. Und ein paar Bäume anliefern, dass wir schon mal ein paar Bretter machen können. Das Sägewerk hat das einen kleinen Nachteil, dass die kleinen Balken schnell den Rest blockieren, ne? Also sobald das voll ist, gibt es keine Bretter und keine Bretter, keine Paletten letztendlich. Deswegen muss ich da relativ häufig eingreifen und die Balken entfernen und entweder lagern oder verkaufen, ne? Das hat er hier überhaupt nicht gemacht, obwohl er hier programmiert war. Wie gesagt, da muss ich mal sehen, dass ich die Traktoren, obwohl die auch nicht Feldarbeit ganz gut waren, ne? Bisher jedenfalls. Also. Obwohl ich eigentlich die größeren Maschinen bevorzuge mit mehr Ladevolumen, dann haben wir weniger Stress mit Auffüllen, ne? Wo man dazu sagen muss, wenn es normalerweise zu normalen Umständen ist, der eher so, dass wir viele Sachen im Herbst aussehen und auch einen Rest im Frühling, da haben wir eigentlich keinen Stress, ne? Ist so einer wieder fertig, ein Flug, also ein Flügen, da wird nichts hier mit dem Hellviertel. Aber Kursplay habe ich nicht gespeichert gehabt und jetzt habe ich keine Lust, nochmal alles flügen zu lassen, ne? Also muss ich dann nebenbei alleine flügen. Muss irgendwie klappen. Irgendwie. Wird schon gehen.
So, da ist ein Streifen nicht gemacht. Und wieder einer fertig. Also ist der andere hier. Den von Feld mit Luzerne. So. Schauen wir hier nochmal links. Da ist noch eine kahle Stelle. Nur wieder mal ganz kurz. Da werden wir gleich mal nachher Klee noch nacharbeiten. Ne, Klee, Luzerne. Hier fällt 47, wenn man sehen, dass ich da, ja, wie gesagt, entweder Sonnenblumen oder Soja, halt so was halt, ne. Hätte ich gut verkaufen können. Dann stellen wir zur Straße, hier muss ich ein paar einige Kurse einfahren. Und da ist noch ein Feld Nummer 48, da müssen wir auch einsehen. Naja, dann machen wir halt viel Sonnenblumen. wahrscheinlich. Ja, wollte nicht alles machen, das wäre ja auch mitten übertrieben. So, da war nicht so viel. X. Vorne. X. Achso, entlassen wir auch noch vorher. Geht gar nichts. Ja, hier ist viel am Rand. Oh, weh. Ein paar Bäume müssen wir auf jeden Fall machen. Das ist ganz wichtig, dass wir da so. Dafür stellen auf dem Feld. Das scheint Dünger zu sein oder sowas. Keine Ahnung. Die Auswahl ist erfolgt. Die Ecke ist nicht. Das sehe ich gerade so. 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 Dürfte alles sein? Ja. Dann suchen wir die GmbH, ne? So. Es ist ja nur noch ein Fahrzeug unterwegs. Wir kaufen heute mal das Sägewerk. So, Land. So. Ich muss mal schauen. Das Land ist ja hier mit 3 Millionen. Ich meine, gut, ich habe das Sägewerk vorher gehabt und verkauft. Ich kaufe das erstmal neu. Und weiß ich aber nicht, ob wir jetzt hier auch entsprechend normalerweise kann man hier eine Global Company, muss ich mal gucken, ob wir extra was kaufen müssen. Hier wäre gut, Forstmaschinen, hier ist garantiert auch was zu kaufen. Streng G. Ja. Da kommt Ballenwickler, ist klar. Das wollte ich auch nicht. So. R. An. Rohstoffe. Oder müssen wir hier. Dann sieht es aber noch kaufen müssen, ne? Aber wie?
Hier kann man Holz verkaufen. Okay, haben wir nicht. Gut. Vielleicht ist das hier das normale Sägewerk, wo man Holz verkaufen kann. Das ist gut möglich. Kann man nicht kaufen. Und hier? Zumindest Balken oder Holzbalken. Ja. Baumstamm, Hackschnitzel. Ach so. Hackschnitzel. Hätten wir ein Sägewerk. Oder einen globalen Markt. Dann könnten wir zumindest. Guck mal gucken. Globalen Markt. Wir hätten hier drinne Hackschnitzel, da nicht viel. Na gut. Was haben wir überhaupt im Lager jetzt hier? Nix. Ja, das soll schon für heute gewesen sein. Die Aussaat für Feld Nummer 10, das dauert noch ein bisschen. Die ganze Weile, denke ich mal. Das dauert ungefähr noch. Weiß ich ungefähr. Können wir genau sagen. Halbe Stunde. Dürfte ausreichend sein. Ja, ansonsten. Den Rest müssen wir noch pflügen und. Ist ja nicht mehr viel, ne? Das ist die Ecke noch und dann da oben das Stückchen. Das ist auch durch. Das ist der andere, okay. Gut, der arbeitet auch noch eine Weile. Ansonsten sind wir hiermit durch. So, liebe Schauer, das soll es heute auch gewesen sein. Tschüss, ciao, ciao. Wünsche noch einen schönen Rest Sonntag und einen schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, dickes Dankeschön, ne? Und ja, dann sagen wir tschüss. Nochmal tschüss. Winke, winke. Bis dann und ciao. Tschüss.